Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Multiplayer für Anfänger. Diese Lektion ist für Protoss-Spieler gedacht. Terranern und Zerg-Spielern empfehle ich die für sie gedachte 11. Lektion. Ich weise auch nochmal kurz darauf hin, dass ich auf eventuelle Änderungen der Einheiten und Gebäude dieser Lektion im Top-Kommentar reagiere. Direkt vorweg sage ich jetzt schon mal, dass ihr heute keine neue Einheit und auch kein neues Gebäude kennenlernen werdet. Das heißt natürlich auch, dass wir in dieser Folge wieder auf Zealots und Stalker setzen werden, um unseren Gegner zu schlagen. Doch der Weg, mit dem wir dieses Ziel erreichen wollen, ändert sich ein wenig. Heute lernt ihr nämlich das Warpgate-Upgrade kennen. Dieses Upgrade ist sehr wichtig. Es wird in geschätzt 99% aller Protoss-Spiele erforscht. Das Upgrade lässt sich im Cybernetics-Core für 50 Mineralien und 50 Vespingas erforschen. Nach Fertigstellung des Upgrades könnt ihr eure Gateways zu Warpgates transformieren. Warpgates ist dabei die englische Bezeichnung. Die deutsche Bezeichnung wäre Warp-Tore. Warpgates können die gleichen Einheiten bauen wie Gateways. Doch anders als bei Gateways können Warpgates die Einheiten überall auf dem Feld heranwarpen, egal wie weit entfernt von dem Warpgate. Die einzige Bedingung ist, dass sich am Zielort ein eigenes Energiefeld befindet. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie praktisch das ist. Ihr werdet gerade angegriffen und benötigt Einheiten zur Verteidigung, warpt sie einfach defensiv heran. Ihr greift gerade euren Gegner an und braucht nur ein paar Einheiten mehr, um die Armee entscheidend zu schlagen, dann warpt doch einfach in der Nähe eures Gegners herein und bekommt so wesentlich schneller eine größere Armee. Die so erlangte Flexibilität durch die Nutzung rechtfertigt allein schon die Erforschung des Upgrades. Doch zusätzlich ist die Zeit, die für den Bau von Einheiten im Gateway benötigt wird, größer als die Zeit des Cooldowns nach einem Warp-In durch ein Warp-Gate. Wenn Einheiten also immer zum exakt perfekten Zeitpunkt gebaut werden, wäre eine Armee, die durch Nutzung von Warp-Gates erschaffen wurde, deutlich größer als eine Armee, die rein aus Gateways erzeugt wurde. Es gibt jedoch auch einen Nachteil bei der Nutzung von Warpgates. Es ist nicht möglich, die zweite Sicherheitseinheit in die Bauschleife zu stellen, so wie wir es im Gateway gewöhnt sind. Daher ist es bei der Nutzung von Warpgates noch entscheidender als bei der Nutzung von Gateways, auf den regelmäßigen Einheitenbau zu achten. Eine Sache in Bezug auf Warpgates müssen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass die Energiefelder von Pylonen manchmal eine andere Farbe haben. Das liegt daran, dass es zwei unterschiedliche Arten von Energiefeldern im Spiel gibt. Ein normales Energiefeld und sozusagen ein besseres Energiefeld. Für die Gebäudeplatzierung spielt die Art des Energiefelds keine Rolle. Beim Heranwarpen von Einheiten gibt es jedoch einen Unterschied. Das Heranwarpen in einem normalen Energiefeld ist weitaus langsamer als in einem besseren Energiefeld. Deshalb sollten Einheiten, wenn möglich, immer in besseren Energiefeldern herangewarpt werden. Für den Cooldown der Warp-Fähigkeit eines Warp-Gates ist die Art des Energiefelds übrigens nicht entscheidend. Der Cooldown beginnt, sobald der Warp initialisiert wurde und ist deshalb bei beiden Arten des Warpens gleich lang. Wie ist es also jetzt möglich, ein besseres Energiefeld zu bekommen? Ein besseres Energiefeld entsteht, wenn sich im Energiefeld des Pylons ein Warp-Gate befindet. Wichtig dabei ist, dass es sich wirklich um ein Warp-Gate und nicht um ein Gateway oder ein transformierendes Gateway handelt. Erst wenn die Transformation des Gateways zum Warp-Gates abgeschlossen wurde, ist auch ein besseres Energiefeld vorhanden. Pylons, in deren Energiefeld sich ein Nexus befindet, erzeugen ebenfalls ein besseres Energiefeld. Dabei gilt allerdings, selbst wenn das Heranwarpen des Nexus noch nicht abgeschlossen ist, erzeugt der Pylon schon ein besseres Energiefeld. Hier gibt es also einen Unterschied im Vergleich zum Warp-Gate. Das Warp-Gate-Upgrade ist der Hauptfokus der heutigen Folge. Trotzdem möchte ich heute noch zwei Fähigkeiten des Nexus näher vorstellen. Wie bereits in Folge 5 gelernt hat, besitzt der Nexus Energie. Er startet dabei mit 50 Energie und generiert dann ungefähr jede Sekunde knapp eine Energie, genau genommen 0,7875 Energie pro Sekunde. Diese Energie kann er für die beiden Fähigkeiten Chrono Boost oder auf Deutsch Zeitschleife und Mass Recall oder auf Deutsch Massenrückruf, im allgemeinen Sprachgebrauch auch immer mit Recall abgekürzt, einsetzen. Der Chronoboost beschleunigt die Produktion eines angewählten Gebäudes für 20 Sekunden um 50%. Der Recall ermöglicht es, eine auf der Map befindliche Ansammlung eigener Einheiten zurück zum Nexus zu teleportieren. Dabei können die Einheiten für eine kurze Zeit vor dem Rückruf selbst nicht angreifen, aber angegriffen werden. Zusammenfassung: Das Warpgate Upgrade wird im Cybernetics Core erforscht. Nach Erforschung werden Gateways automatisch zu Warpgates transformiert. Warpgates können Einheiten überall auf der Karte heranwarpen, wo ein Energiefeld besteht. Es gibt zwei Arten von Energiefeldern.
Das bessere Energiefeld entsteht, wenn sich im Radius des Pylons ein Warpgate oder ein Nexus befindet. Der Nexus besitzt die Fähigkeit Chronoboost, mit dem das angewählte Gebäude für 20 Sekunden um 50% beschleunigt wird. Außerdem besitzt der Nexus die Fähigkeit Mars Recall, mit dem sich eine Armee zurück zum Nexus teleportieren kann. Nun solltet ihr das Warpgate Upgrade und den Chronoboost in eure Build Order integrieren. Der Recall wird dagegen meist nur reaktiv eingesetzt. Habt am besten also immer die Möglichkeit, eure Armee nach Hause zu rufen im Hinterkopf. In einer detaillierten Baureihenfolge lässt sich das aber nur sehr schwer unterbringen. Deshalb werdet ihr den Recall im heutigen 4 Gate Stalker Zealot Build in der Warpgate Edition nicht finden. Der Build ist anfangs identisch zu dem in der letzten Folge gelernten. Baut eine Probe, einen Pylon und gebt zwei weitere Probes in Auftrag. Platziert nach Fertigwerden des Pylons ein Gateway, einen Assimilator und später einen Cybernetics Core. Im Anschluss baut ihr wieder drei weitere Gateways. Baut dabei weiterhin konstant Arbeiter, bis ihr insgesamt 19 Arbeiter besitzt. Die aktuelle Anzahl an Arbeitern könnt ihr übrigens einsehen, indem ihr mit eurem Mauszeiger über die Supply-Zahl fahrt. In der Anzeige werden die Arbeiter berücksichtigt, die schon fertiggestellt wurden, sowie aktuell im Bau befindliche Probes. Probes, die sich in einer Auftragsschleife im Nexus befinden, werden dabei nicht berücksichtigt. Sobald der Cybernetics Core fertiggestellt ist, solltet ihr das Warp Gate Upgrade mit dem entsprechenden Hotkey nach Auswahl des Cybercores in Auftrag geben. Chronoboostet nun den Cybercore, indem ihr euren Nexus durch den Druck auf die entsprechende Hotkey-Taste auswählt und dann den Chronoboost-Hotkey drückt. Führt dann noch mit einem Linksklick auf den Cybercore die Aktion zu Ende. Wiederholt diesen Vorgang nun immer, wenn der Chronoboost ausgelaufen ist, so lange bis das Upgrade erforscht wurde. Parallel könnt ihr aus euren Gateways bereits Einheiten bauen. Priorisiert dabei wieder Stalker und füllt mit Zealots auf. Achtet auch auf den Bau von Pylons. Nach Fertigstellung des Warpgate Upgrades werden eure Gateways automatisch zu Warpgates transformiert. Beachtet dabei, dass sich nur Gateways transformieren können, die gerade keine Einheit produzieren. Sollte sich noch eine Einheit im Bau befinden, ist eine Transformation aktuell nicht möglich. Wartet in diesem Fall auf die Fertigstellung der Einheit, danach wird die Transformation automatisch erfolgen. Bauende Einheiten solltet ihr im Regelfall nicht abbrechen. Solltet ihr aber in der Bauschleife eines Gateways noch eine weitere Einheit haben, so solltet ihr dieses Gateway mit einem Linksklick auf das Gateway-Symbol unten in der Leiste einzeln auswählen und mit einem Linksklick auf die als nächstes zu bauende Einheit die Ausbildung jener verhindern. Habt ihr eure Gateways transformiert, könnt ihr neue Einheiten heranwarpen. Dies könnt ihr machen, indem ihr auf eure Gateway-Steuerungsgruppe klickt, dann den entsprechenden Hotkey für die entsprechende Einheit drückt und mit einem Linksklick in einem Energiefeld den Warp-In dieser Einheit befehlt. Denkt daran, neue, herangewarpte Einheiten frühzeitig zu eurem Armee-Hotkey hinzuzufügen, indem ihr die Einheiten mit einem durch Linksklick gezogenen Kasten auswählt und mit Shift und eurem Armee-Hotkey gleichzeitig zur Armee hinzufügt. Dies könnt ihr sogar schon machen, wenn das Heranwarpen der Einheit noch nicht abgeschlossen ist. Eine alternative Möglichkeit, alle eure Warpgates auf dem Feld auszuwählen, ist der spezielle Warpgate Hotkey. Ihm werden automatisch alle eure Warpgates hinzugefügt. Welche Art der Hotkeys ihr benutzt, ist prinzipiell egal und hängt von euren Vorlieben ab. Egal für welche Methode ihr euch entscheidet, übt das Heranwarpen von Einheiten so lange, bis ihr 50 Supply habt. Schickt nun eure Armee mit einem Attack Move vor. Ich sage bewusst vor und nicht in die gegnerische Basis. Lasst außerdem eine Probe an dieser Stelle einen Pylon warpen. Da diese Probe nun nicht mehr mit dem Mineralienabbau beschäftigt ist, solltet ihr im Nexus eine neue Probe als Ersatz in den Auftrag stellen. Warpt zu Hause weitere Einheiten heran und fügt sie eurer Armee hinzu. Wenn der Proxy-Pylon, so nennt man einen Pylon, der sich nicht in der Nähe eurer Basis, sondern in der Nähe der gegnerischen Basis befindet, fertiggestellt ist, solltet ihr neue Einheiten jetzt immer hier heranwarpen. Befehlt nun eure Armee anzugreifen. Ihr habt damit den heutigen Build ausgeführt. Jetzt folgt der Build natürlich nochmal, wie immer, detailliert mit im Video angezeigter Baureihenfolge und meinen Ansagen dazu. Probe. Probe. Pylon, Probe,
Probe. Gateway. Assimilator. Probe. 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 Cybernetics Core, Gateway, Gateway, Gateway. Pylon, Zealot. Warpgate Upgrade. Dabei das Warpgate Upgrade Krone boosten. Stalker. Armee aus den Gateways produzieren. Dabei Stalker priorisieren. Gateways zu Warpgates transformieren. Bei etwa 50 Supply Einheiten mit einem Attack Move vor die gegnerische Basis bewegen. Hier einen Proxy Pylon errichten. Ab jetzt Einheiten am Proxy Pylon heranwarpen. Angriff. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir die 11 Lektionen aller Rassen zusammenfassen. Auf eben diese Lektion könnt ihr hier oben rechts klicken. Unten rechts gibt es ein anderes Video von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss!